Ach, hier ist eine Fledermaus. War die schon die ganze Zeit? Okay, das ist mir jetzt echt ein bisschen zu doof. Ich packe jetzt hier noch ein paar Möbel rein. So, wartet. Sofa, Tisch, drei Stühle. Checker-Sofa. Nee, das ist ein komischer Tisch. So, Wohnzimmer fertig. Den Gremlin, keine Ahnung, wie ich den wegbekomme. Achso, Toilette habe ich schon. Wo ist hier eine kaputte Wand? Da. Schön dunkel. Haben wir das aber auch fertig? Ach so, nee. So, Bad fertig. Eingangshalle fertig. Wohnzimmer fertig. Fertig. Hier müssen wir noch die Tapete ändern. Was macht man denn in der Küche für eine Tapete? Ach, die ist doch schön. Richtig guter Tapezierer hier am Werk, der das mit dem Muster richtig gut hinbekommen hat.
So. Das Problem ist, wir haben halt jetzt hier vorne beim Opa haben wir noch Aufgaben. Ich weiß nicht, wie oft er uns berühren darf. Oder was es dann sonst für Probleme gibt. Wir haben uns jetzt in eine ungünstige Position manövriert. Wenn ich jetzt hier runtergehe, kriegt er uns. Sag mal so. Bisschen blöd jetzt, ne? Ist das die Pflanze? Ja. Ich kann wieder nicht steuern. Verstehe dieses Minispiel nicht. Egal. So, wie sieht's aus? Alles sauber? Opa kommt doch nicht mehr raus aus seinem Schlafzimmer, ne? Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, was ich überhaupt dort drin machen soll. Obwohl die Aufgabe ist, renovate at least 4 rooms. Aber wir müssen den Geist banishen. Das nervt mich. Weil ich anscheinend, ich weiß nicht, ist hier zwischen Badezimmer und Schlafzimmer von Opa, ist da noch ein Raum dahinter? Dazwischen? Das ist super nervig, sage ich euch. Das macht so keinen Spaß. Dem Opa. Wird mich gleich von hinten wieder erwischen. Keine Ahnung, was ich jetzt hier für Wände gestrichen habe, ohne es zu wissen. Einfach andere Tapete ausgewählt, während ich nicht ich selbst war. Hat der Opa jetzt davon? Ja? Hat er eben keine einheitliche Tapete? Darf er mich nicht nerven? Ach, Opa!
Weißt du, dass das mit ihm hier einfach alles unnötig in die Länge gezogen wird? Er könnte mich einfach in Ruhe lassen. Opa kommt. Was für ein Schwachsinn, sorry, aber... Wenn die Tapete jetzt nicht zusammenpasst, ist mir jetzt egal. Das ist gerade ziemlich nervig hier. Hat wenig mit Spaß zu tun. Ich hätte halt gern die Aufgabe abgeschlossen, weil ich denke, nach der Renovierung von dem einen Haus ist sowieso die Demo vorbei. Aber das ist ja... Warte, muss ich das jetzt dann hier alles wegmachen? Hier sind da schon Tische und Stühle. Das zieht alles als Müll. Muss ich aber freuen, dass ich jetzt hier sein Ouija-Board und so alles kaputt gemacht habe. Tisch und drei Stühle. Opa kriegt jetzt so richtig hässlich einen kleinen Tisch hier rein. Soll sich dann hinhocken beim Sitzen. Und dass ich hässliche Stühle kriegt der Opa. Das zählt, glaube ich, nicht mal, oder? Oh, es zählt nicht. So, das ist richtig hässlich eingerichtet, Opa. Bist selber schuld. Muss doch den Müll rausschaffen. Und Dreck vom Boden und Wänden. Was ist denn hier noch Dreck? Ich kann das übrigens gerade wieder nicht steuern, ne? Ich bin besessen. Gucken wir mal, wie oft wir Opa jetzt noch in die Arme laufen. Thank you.
Weiß nicht, also hier müssen sie auf jeden Fall irgendwas ändern. Es ist... Warum liegt jetzt hier der Müll? Was ist das? Jetzt ist Opa hier wieder links. Warum hat Opa dort eigentlich Brot? Das Brot. Du bleibst jetzt nicht echt dort an der Tür stehen. Hallo? Hallo? Wir sollen hier noch eine Wardrobe ins Schlafzimmer stellen. Okay. Trotzdem weiß ich gottverdammt nicht, wo diese Lupe ist und wo diese Pflanze sein soll. Damit ich diese Verbannung machen kann. Mit und gegen für Opa, ihr wisst schon. Aber ich werde es auch jetzt sein lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Demo regt mich mehr und mehr auf. Ich meine, das merkt ihr auch von Folge zu Folge. Aber es ist wirklich Schwachsinn. Warum muss ich mich denn jetzt 12.000 Millionen Mal von Opa banishen lassen oder keine Ahnung was, besetzen lassen? Also, dass ich hier besessen bin. Das klang gerade ganz falsch. Nee. Nee, bin ich raus. Ja, ich werde dieses Spiel nicht spielen, auch wenn das alles gerade noch im Entwicklungsprozess ist. Aber es regt mich einfach auf. Der Anfang war ganz witzig, der Anfang war sehr viel Input mit den ganzen Werkzeugen. Aber nee. Das hat keinen Spaß mehr gemacht. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen, auch wenn ich genervter wurde von Folge zu Folge. Es tut mir leid, aber das ist die Wahrheit. Ich habe auch zwischendurch überlegt, ob ich das einfach abbreche, die Aufnahme, aber nein. Ich zeige euch das. Dann könnt ihr euch auch ein Bild machen von dem Spiel. Vielleicht sagt es euch ja komplett zu, vielleicht stört es euch auch nicht, dass ihr hier ständig unterbrochen werdet. Mich hat es sehr gestört. Und ja, genau. Falls ihr Lust habt und nicht abgeschreckt seid jetzt von meinem Gemecker, sehen wir uns ja gern morgen wieder bei einer neuen Folge.
Eventuell gibt es noch mal eine Demo oder es gibt was anderes. Ich muss mir das noch überlegen. Wir sehen uns so oder so aber morgen. Und ja, jetzt kann ich nur noch Tschüss sagen. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.